Liebe Zuhörende, liebe Zuschauende, vom Leben angesichts des Grauens der Shoah erzählen wir Ihnen am Vorabend des 9. November und erinnern damit an die Pogrome an Juden am 9. November 1938. Wir erzählen davon, dass Singende in Würde ihren Mördern in die Augen gesehen haben. Wir erzählen davon, dass zwei Freunde in einem Arbeitslager nebeneinander singend komponieren, dass Menschen im Ghetto Mut gefunden haben und dass Jugendliche auf der Rampe von Auschwitz singend die Aufseher in ihre Grenzen gewiesen haben. Freundschaft, Mut, Würde, Widerstand, sie sind in den Lebensmelodien bewahrt. Wir grüßen Sie mit Musik aus der Apostel Pauluskirche. Wir wollen nicht schweigen zum 9. November. Es setzt ein Zeichen angesichts des Antisemitismus in der Welt. Und es zeigt, was ihr Musiker auch tut: Liebe in uns wecken. Ich darf Ihnen nun die Musiker vorstellen. Der Klarinettist Nur Ben Shalom, der uns diese Lebensmelodien zugänglich macht. Michael Cohen Weissert, der die Musik arrangiert hat. Zwei Mitglieder des Nimrod-Ensembles, Francesca Zappa an der Viola und Christoph Horak Violine. Dazu Oscar Bohorques an der Violine und Claudia Bohorques Violoncello. Kantor Isidoro Abramowitsch aus der Synagoge in der Pestalozzi-Straße wird auf der Musik die Lieder in ihrer Originalsprache singen. Und Schauspieler Udo Samel wird uns zu den jeweiligen Melodien die mit ihnen verbundenen Schicksale zu Gehör bringen. Lebensmelodien sind jüdische Melodien. Sie speisen sich aus der Tradition, werden neu interpretiert. Manche Lebensmelodien sind neu komponiert. In extremen Situationen vereinten sie Menschen miteinander und schenkten den Todgeweihten einen widerständigen Geist. Lebensmelodien konnten auch zum Überleben beitragen. Davon erzählen wir, welche Kräfte die Musik in uns wecken kann, aber nicht nur nach innen, indem wir als Gruppe stark werden, sondern auch nach außen, sodass Täter in ihre Schranken gewiesen werden, sogar ohnmächtig provoziert sind. Es ist dein besonderer Verdienst, Nur Ben Shalom, dass du uns diese Lebensmelodien zugänglich machst und sammelst und sie in Verbindung setzt, das ist das Besondere, mit den Geschichten, in denen sie entstanden sind. Du bist selbst aus einer Familie Holocaust-Überlebender vor 12 Jahren aus Tel Aviv nach Berlin-Schöneberg gezogen. Du interpretierst diese Musik neu als klassischer Musiker und nimmst uns hinein in die Geschichten. Damit das gelingt, gibt es ein weites Netzwerk von Unterstützenden. Ein paar seien genannt: das Nationalarchiv in Jerusalem, Dr. Gila Flamm, Yad Vashem, Rabbi Granot, Achakelo, Rabbi Gilis. Und an dieser Stelle liegt es uns am Herzen, die Familien zu grüßen, deren Schicksal wir heute in unsere Mitte nehmen und die überall in der Welt verstreut leben. Dear Families, dear Julia, John, Kathy, Dahlia, Shira, Gabi, Erika, Menachem. Those Lebensmelodien are your private family stories. We thank you for the opportunity to present parts of them here in Apostel Paulus Church in Berlin-Schöneberg.
You couldn't come because of Corona, but you have to know that you are in this moment in our hearts. Die Apostel-Paulus-Kirche ist der Ort, an dem sie durch musikalische und religiöse Grenzgänge viele Menschen zu Hause fühlen können. Viele von ihnen sind selbst in ihrer Familie in verschiedenen religiösen Traditionen verbunden und leben in Frieden miteinander. Juden, Muslime und Christen gestalten diese Grenzgänge zusammen und veranstalten die Konzertserie Lebensmelodien. Das Projekt Lebensmelodien wird vom Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung gefördert. Vielen Dank, Dr. Felix Klein. In den nächsten Jahren können Sie 10 Konzerte dieser Art bundesweit erleben. Heute nur gestreamt, ohne Publikum. Wir wollen sie in Konzerthäusern, in Schulen, an öffentlichen Orten zugänglich machen und am Ende dieser Serie in einem Buch veröffentlichen, die Melodien zusammen mit den Geschichten, sodass Sie sie musizieren können und davon weitererzählen können. Denn nur so bekommen die Ermordeten eine lebendige Stimme. Heute freuen wir uns, dass die Lebensmelodien zum 9. November musiziert werden können, übertragen werden können, sodass Sie die Lebensmelodien erleben können. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Abend. Wir möchten unsere Solidarität ausdrücken mit den Künstlerinnen und Künstlern, die in diesen schweren Zeiten erneut nicht arbeiten dürfen. Besonders die Existenz von Freischaffenden ist bedroht. Kunst kann uns das Leben retten. Kunst schafft es, dass wir uns selbst angesichts des Schreckens für einen Moment in eine andere Welt flüchten können. Kunst berührt uns. Kunst gibt uns Hoffnung. Dank Kunst spüren wir, was Leben ist. Freundschaft, Liebe, Menschsein. Und deswegen brauchen wir Künstlerinnen und Künstler. Künstlerinnen sind systemrelevant. In der gesamten chassidischen Welt nimmt das Singen von Liedern und Melodien beim Dienst an Gott eine zentrale Stellung ein. In der Welt der Chassidim von Modjitz jedoch kommt der Musik eine noch viel größere Bedeutung zu. Bei ihnen entstanden im Lauf der vergangenen 100 Jahre mehr als 4000 Melodien für Gebete und liturgische Gesänge. Shaul Yedidja Elazar Taub, der zweite Modjitzer Rebbe, gilt als der kreativste jüdische Komponist aller Zeiten. Man geht davon aus, dass er mehr als 1500 chassidische Melodien verfasst hat. Die Geschichte seiner Ernennung zum Rebbe zeigt die bedeutende Stellung, die der liturgische Gesang schon zu Zeiten seines Vaters in der Gemeinschaft von Modjitz einnahm. Vor seinem Tod rief Reb Israel, der Gründer dieser chassidischen Dynastie, seine Söhne zu sich und forderte sie auf, ihm den Nossach, also die in der Gemeinde üblichen traditionellen Gebetsmelodien für die hohen Feiertage, vorzutragen. An einer bestimmten Stelle des Nossachs versagten sie alle. Mit einer Ausnahme, Shaul Yedidja. Nachdem Reb Israel ihnen allen zugehört hatte, wandte er sich an Shaul Yedidja, der jedoch nicht sein ältester Sohn war, und sagte zu ihm: Du singst den Nossach am richtigsten. Mit diesen Worten ernannte er ihn zu seinem Nachfolger. 1929 zog Reb Shaul Yedidja nach Otwock in der Nähe von Warschau,
und gründete dort ein Lehrhaus für das Torah-Studium und Instrumentalmusik. Man erzählt, dass Chassidim sowie Nicht-Chassidim nach Schabbatende mit dem ersten Zug aus Warschau zu Jedidjas Stibbel, seinem kleinen Gebetshaus, angereist kamen, um an seinem Tisch teilzunehmen. An jener dritten Schabbatnacht, die, um den heiligen Ruhetag zu verlängern, bis in die tiefen Nachtstunden des Samstagabends ausgedehnt wurde. Die große Armut, unter der die Juden Warschaus und ganz Polens litten, ihre Alltagssorgen, all das schmolz dahin beim Klang der vom Modschitzer Rebben komponierten Melodien, die das Herz ergriffen und die Seele erwärmten. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs floh Reb Shaul Jedidja nach Russland und hielt sich unterwegs in Wilna auf, wo zu dieser Zeit zahllose jüdische Flüchtlinge in größter Not leben mussten. Reb Shaul Jedidja stärkte den Geist dieser Menschen mit den Mahlzeiten an seinem Tisch und der Darbietung seiner so komplexen und anspruchsvollen Melodien, eines Spiegelbilds der schweren Tragödie, die das jüdische Volk in jenen Tagen heimsuchte. Folgende Melodie, der liturgische Gesang Ribon Olam, verwandelte sich zu Kriegsbeginn in die Hymne des Wilnaer Judentums. Der Text basiert auf der Ode Ya Ribon Olam von Rabbi Israel Najara. Rabbi Klonimus Kalmisch Shapira aus Piacesno, einem Städtchen in der Nähe von Warschau, zählte in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen zu den jüngeren chassidischen Rebbes. Während der Shoah befand er sich im Warschauer Ghetto und fuhr auch dort damit fort, an jedem Schabbat einen chassidischen Tisch zu unterhalten und bis zur Liquidierung des Ghettos Predigten über den Sinn des Leidens jener Tage zu halten. Nach Auflösung des Ghettos wurde er ins Zwangsarbeitslager von Budzin im Landkreis Lublin verschickt und dort am 3. November 1943 ermordet. Als er spürte, dass sein Leben in Gefahr war, sorgte er bei Zeiten dafür, die Manuskripte seiner Predigten in Milchkannen zu verstecken, in denen noch viele andere bedeutende Dokumente aus dem Ghetto verborgen wurden.
Diese Sammlung wurde später als das Ringelblumenarchiv bekannt. Heute gelten die Schriften des Rebbes als Teil der bedeutendsten theologischen Zeugnisse aus der Zeit der Shoah. Ein Überlebender erzählt, unmittelbar bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kamen bei einem der Fliegerangriffe der deutschen Wehrmacht auf Warschau der Sohn des Rebbe, seine Schwiegertochter und seine Tante ums Leben. Trotz dieser persönlichen Tragödie und trotz des vielen Leids ringsum weigerte sich der Admor, eines der ihm unterbreiteten Fluchtangebote wahrzunehmen und blieb lieber bis zum bitteren Ende bei seinen Chassidim im Warschauer Ghetto. Der Tag, an dem sein ältestes Kind, sein einziger Sohn, ums Leben kam, war Sukkot, das Erntedankfest. Wir Juden versammelten uns zu einem rasch verrichteten Abendgebet in der Synagoge, da wir unsere Familie nicht allzu lange allein zu Hause lassen wollten. Gegen Ende des Gottesdienstes kam der Rebbe herein, umringt von den wenigen Chassidim, die noch da waren. Sie sahen ihn an. Der Rebbe, der noch nicht mit der Shiva, dem einwöchigen Trauersitzen, begonnen hatte, stellte sich an das Pult des Vorbeters und begann, eine Melodie zu singen, die heilige Melodie der Chassidim von Kosnitz-Karlin. Wieder und wieder wiederholte er seinen Nigun. Ich war in diesen Augenblicken zugegen und spürte förmlich, wie die Klänge mich forttrugen an einen anderen Ort, wo mein Herz von der schweren Realität abgelenkt wurde. Diese Minuten habe ich niemals vergessen. Sie haben mir während der ganzen langen Kriegsjahre Kraft verliehen und tun das bis zum heutigen Tag. Moshe Prager gibt einem toten Gräber die Stimme.
Am Freitagmorgen wurde der Rabbi mit etwa 20 weiteren Juden zum Friedhof gebracht. Ich arbeitete dort als jüdischer Totengräber. Gegen Abend wandte sich der Rebbe an mich und sagte, ich bitte dich, versuche, dich in die Stadt zu schmuggeln und uns zwei Schabbatbrote zu bringen. Als die Sonne unterging, seufzte er tief, weil es ihm unmöglich gewesen war, sich zu Ehren des heiligen Schabbats bei Zeiten in der Mikwe zu reinigen, dem religiösen Tauchbad, wie es doch die Pflicht eines jeden Juden sei. Das Gebet zum Empfang des Schabbats sprach er nur flüsternd. Davor bat er alle, dieses Gebet zum letzten Mal mit tiefster Inbrunst und aus ganzem Herzen zu sprechen. In der Ferne standen schon die mit Gewehren bewaffneten Mörder bereit und warteten nur auf den Schießbefehl, um zu morden. Schon mittags hatte man die Unglücklichen gezwungen, eigenhändig ein Massengrab auszuheben. In diesem standen sie nun eng aneinander gedrängt und empfingen den Schabbat. Nach dem Gebet begrüßte der Rabbi die Juden mit einem Schabbat Shalom, machte Kiddusch, indem er die beiden Schabbatbrote segnete und hielt dann eine Predigt zur Tora. Dabei geriet er so sehr in Ekstase, dass er zu singen begann. Seine Begeisterung steckte auch die um ihn versammelten Juden an, bis schließlich auch sie mit einstimmten und begannen dort mitten im Grab zu singen und zu tanzen. Der Nazikommandant erteilte den Schießbefehl, sodass sie ihre Seelen gereinigt aushauchten, mitten aus ihrem Tanz heraus. Thank you.
Rivka Bleiers. In der zweiten Halle, in die sie uns brachten und die noch größer war als die vorherige, türmten sich Berge von Schuhen. Hier mussten auch wir uns von unseren Schuhen trennen. Wir taten es mit gemischten Gefühlen. Denn mit ihnen waren wir von zu Hause gekommen und durch sie waren wir noch mit Tausenden von Erinnerungen mit unserem alten Heim verbunden. Wer hatte sie gekauft? Zu Ehren von welchem Feiertag? Wie sehr hatten wir uns doch gefreut, als wir sie bekamen. In jenen guten Tagen, als die Familie noch zusammen war. Wo waren all unsere Lieben jetzt? Wer lebte noch? Wer nicht? All diese quälenden Fragen überfielen uns aufs Neue in dem Augenblick, in dem man uns unsere Schuhe nahm. Auschwitz-Birkenau am Schabbatabend kurz vor Sonnenuntergang. Eine von uns hatte einen Kerzenstummel ergattert und eine Frau im mittleren Alter zündete ihn an. Wir, die orthodoxen Mädchen, versammelten uns in einer der Ecken, um zu singen und zu beten, flehentlich, zutiefst bewegt und mit herzzerreißenden Stimmen. Anfangs noch zögernd, voller Angst. Dann aber wurden die Gebete, die sich aus unseren reinen Seelen erhoben, zunehmend lauter. Wir beteten mit Glaubensfeuer, mit zittrigen, herzergreifenden Stimmen. In einer anderen Ecke des Blocks hatten sich die Mädchen aus dem Städtchen Kalif versammelt. Als wir zum Ende kamen, begannen sie, die bekannte Melodie des Tzadiks von Kalif zu singen, Sol Akokoshmar, schon kräht der Hahn. Sämtliche Gefangenen unseres Blocks, mehr als 1000 Frauen, stimmten mit ein in diese wunderbare, atemberaubende Melodie und weinten dabei flehentlich. Sol Akokoshmar ist wohl das berühmteste Lied des Rabbi Yitzchak Eisig von Kalif und wird von den ungarischen Chassidim bis heute gesungen. Wie die Legende erzählt, begegnete der Rabbi eines Tages einem ungarischen Hirtenjungen, der das Liebeslied auf seiner Flöte spielte. Die Ausdruckskraft der Melodie versetzte ihn in große Begeisterung. Er bat den Jungen, ihm das Lied zu verkaufen und bezahlte ihn mit einer Goldmünze. Wieder und wieder spielte ihm der Hirte die Melodie vor, so lange, bis der Rabbi sie vollständig nachsummen konnte. In diesem Augenblick vergaß der Hirte das Lied. Rabbi Yitzchak Eisig änderte es ein wenig ab. Fortan sprachen die Worte von der Sehnsucht nach der Erlösung aus der Diaspora. Wie diese Überlieferung zeigt, waren viele jüdische Melodien einst Teil des allseits bekannten Volksmusikschatzes ihrer ungarischen, polnischen und russischen Heimatregionen. Das legendenhafte Element der Geschichte, wonach der Hirtenjunge sein Lied vergessen haben soll, ist nicht zuletzt auch ein Symbol für die gespannten Beziehungen zwischen den Juden und ihrer Umwelt. Das Lied spricht vom Anbruch eines neuen Tages und einem Vöglein, das für die Freiheit steht. Thank you.
Ari Abramson. Wir erreichten das Lager Gurs nahe der spanischen Grenze zwischen Mittelmeer und Pyrenäen nach 51 schweren Stunden Fahrt auf Lastwägen, dicht zusammengepfercht, eingesperrt, ohne Luft und ohne Wasser. Hungrig und durstig versammelten wir uns in der Schabbatnacht zum Abendgebet in der Ecke einer der Hütten. In Gedanken versunken verfolgten wir das Gebet, Wort für Wort. Ich dachte daran, dass wir an diesem Abend unsere Kinder nicht segnen konnten und dass uns hier keiner mit dem Schabbatgruß und einem Kuss erwartete. Wir hatten weder etwas zum Essen noch trinkbares Wasser. Während des Gebets zog der junge Frankfurter Rabbiner Rabbi Yehuda Leo Ansbacher zwei Scheiben Brot aus seiner Tasche und begann, auf diesen den Kiddusch zu machen, den Segensspruch zur Heiligung des Schabbats. Diesen Kiddusch werde ich nie vergessen. Viele hungrige Augen verfolgten die beiden Brotscheiben in seinen Händen, die für eine Handvoll mit uns gefangener, hungriger Jugendlicher bestimmt waren. Ich verließ die Hütte und fragte mich, wie ein Jude den Schabbat sonst noch ehren konnte, abgesehen von Gaumenfreuden und Gesang. Nun kamen mir folgende aramäische Worte in den Sinn: Erlöse deine Herde aus den Mäulern der Löwen und befreie dein Volk aus der Verbannung. Und dazu entstand in meinem Kopf plötzlich folgende Melodie. Wie ich mich an die Noten erinnern konnte, die ich später aufschrieb, wie es mir gelungen ist, Papier und einen Bleistift zu finden und wie ich den Zettel den ganzen Krieg hindurch verwahren konnte. An all das erinnere ich mich nicht. Es ist mir eine Ehre, mit Hilfe dieser Melodie meine Gefühle zu vermitteln, geboren an einem Schabbatabend im Lager, in Erinnerung an all jene Juden, denen es nicht vergönnt war, von dort zurückzukehren. Thank you.
Samuel Lazarovic, ein junger Mann, Anfang 30, wurde in den ungarischen Arbeitsdienst rekrutiert. Zu Hause hinterließ er Frau und Kinder. Auch Samuel Blas, ein jüdischer Musiker, wurde in dasselbe Arbeitsbataillon gesteckt. Während ihres Sklavendienstes lehrte er seinen neuen Freund Lazarovic eine von ihm selbst komponierte Melodie, die ungarische Version des am Sederabend des Pessachfestes gesungenen Lieds Chad Gadja, ein Lämmlein. Einer der beiden skizzierte ein paar Notenzeilen auf einem zufällig gefundenen Blatt Papier, um die von Blas verfasste Melodie festzuhalten. Als Lazarovic später auf einen kurzen Heimaturlaub in sein ungarisches Dorf Hedges zurückkehrte, verbarg er das Blatt mit dem Lied in einem Seitenschrank seines Hauses. Im März 1944 fiel die deutsche Armee in Ungarn ein. Viele ungarische Juden wurden ermordet, darunter auch Samuel Blas. Auch Lazarovics Familie, seine Frau und seine Kinder kamen ums Leben. Lazarovic selbst wurde ins Konzentrationslager Dachau deportiert. Als er 1945 nach Kriegsende nach Hedges zurückkehrte, wurde er von den Dorfbewohnern herzlich aufgenommen. Er aber eilte nach Hause, um festzustellen, welches Schicksal sein einstiges Heim ereilt hatte. Der Holzschrank, wo er die jüdischen Kultgegenstände verwahrt hatte, war unversehrt. Er öffnete ihn und entdeckte dort eine Pessach-Haggadah mit der Geschichte des Ausgangs aus Ägypten. Und zwischen ihnen, ihren Seiten, ein vergilbtes Notenblatt, die ungarische Version von Chad Gadja, vertont von seinem Freund Samuel Blas. Hadadia, Hadadia.
Nissan Just wurde 1876 im Städtchen Jikau geboren. Schon in seiner Jugend war er für seine klangvolle Stimme bekannt und fungierte am Schabbat und an den Feiertagen als Chazan, als Vorbeter in der Synagoge seiner Heimatstadt. Man erzählt, dass der Wischnitzer Rebbe Israel Hager den Chazan Just bei einem seiner Besucher in Chicago vorbeten hörte und völlig begeistert war. Er bat Just, nach Wischnitz umzuziehen, was dieser auch tat. Schon bald wurde er zum Hauptkantor der örtlichen Synagoge und begann, für die Gebetstexte seine eigenen Melodien zu komponieren. Seine Werke galten als außerordentlich rührend und sogar Juden aus anderen Orten besuchten die Wischnitzer Synagoge, um dort die dortigen Melodien zu hören. Mit der Eroberung Ungarns durch die Nationalsozialisten wurde Nissan Just zusammen mit allen anderen Juden des Städtchens ins Ghetto gebracht und von dort mit ihnen zusammen
in die Vernichtung. Überlebende erzählen, wenn die Wischnitzer Melodien im Lager erklangen, belebten sich die Seelen der Juden inmitten dieser grauenvollen Hölle für einen kurzen Augenblick. Sie hören nun eine der bekannten Melodien der Wischnitzer Chassidim. Elisa Unger. Es geschah am zweiten Tag nach Einmarsch der Deutschen in das zwischen den Städten Lwow und Tarnopol gelegene Swotschow. Die deutschen Soldaten und ihre ukrainischen Schergen zerrten nahezu 3000 Juden aus ihren Häusern, Männer, Frauen und Kinder, und versammelten sie im Hof der Synagoge. 3 Tage lang blieben die Juden dort ohne Nahrung oder Wasser eingesperrt. Am Schabbat führte man sie zur Burg hinter der Stadt und setzte die Synagoge in Brand. Unter diesen Juden befand sich ein bekannter Weiser,
der zu den Ältesten der Tschikower Chassidim zählte. Er hieß Rabbi Meir Apen. Nun marschierte Apen an der Spitze einer langen Reihe von in Gebetsschals gehüllten Juden, die zu dem Massengrab geführt wurden, das man in der Burg für sie vorbereitet hatte. Den ganzen Weg über sangen und schrien die Juden in höchster Lautstärke: Ranenu Tzadikim Bashem, freut euch des Herrn, ihr Gerechten. Als sie das Grab erreichten, blieben die Männer wie versteinert stehen. Die Frauen und Kinder brachen in Weinen aus. Rabbi Meir begann, ihnen von der Heiligkeit des Märtyrertodes im alten Israel zu erzählen und von Gott, dem Rächer, der das Blut seiner Gläubigen sühnen werde. Die Wehrmachtssoldaten und die Ukrainer eröffneten das Feuer. Nur wenige konnten dieser Mordgrube entkommen. Sie hören nun das Lied Ranenu Tzadikim Bashem mit dem Lied Hitorerut Rachamim Rabim, das Erwachen einer großen Gnade, von Rabbi Yechiel Michael Svotchow, dem sogenannten Magid von Svotchow und Verfasser zahlreicher Melodien. Die bekannteste davon hatte die Svotchotter Juden schon vor dem Krieg über Jahre hinweg begleitet. Einige ihrer Motive wurden auch in den zweiten Teil von Ernst Blochs Poem für eine Violine übernommen, das als Lied des Baal Shem Tov bekannt ist.
Wir befanden uns im Arbeitslager Częstochowa in Polen, erzählt Israels ehemaliger Oberrabbiner Israel Lau. Es war im Winter vor Chanukka, dem Lichterfest. Plötzlich hört mein Bruder Naftali dort in der großen, feuchten und eisig kalten Baracke aus dem Nachbarblock eine vertraute Melodie. »Warte hier«, sagt Naftali zu mir und geht in Richtung dieses Blocks. Mein Bruder kennt die Klänge, es ist das Schabbatlied Lecha Dodi. Als er die benachbarte Baracke betritt, erkennt er sofort, wer dort singt. Es ist kein geringer als der Chasan Josef Mandelbaum, der die Melodie selbst komponiert hatte. Dort hockt er nun klein und abgezehrt auf der nackten Erde und singt die Worte: Steh auf aus den Trümmern, du aus dem Tal der Tränen, erhebe dich. Es war wie ein zarter, zauberhafter Walzer. Eine Woche später wurden mein Bruder und ich ins Konzentrationslager Buchenwald verschickt. Als wir dort eintrafen, erblickten wir beide auf einem Haufen persönlichen Gepäcks am Eingangstor plötzlich eine Ausgabe des Alten Testaments, die wir als Eigentum von Chasan Josef Mandelbaum erkannten. In dem Moment wurde uns klar, dass er dort in Buchenwald seinen letzten Weg gegangen war. 1982, also 40 Jahre später, berichtet Israel Lau, besucht seinen Bruder Naftali Lau im Rahmen seines Amtes als israelischer Konsul in New York die Bobova chassidische Gemeinde. Dort erzählt er dem Rebbe anlässlich eines Kongresses die Geschichte von Josef Mandelbaum. Der Rebbe hört schweigend zu, winkt seinen Gehilfen herbei und flüstert diesem ein paar Sätze ins Ohr. Wenige Minuten später erscheint plötzlich ein alter Jude und betritt den Raum. Der Rebbe wendet sich meinem Bruder Naftali zu und sagt auf Jiddisch: Das ist Josef Mandelbaum. Und jener, der Chasan, beginnt zu singen. Während er die Tausenden der dort versammelten Chassidim von Bobov betrachtet, sieht mein Bruder vor seinem geistigen Auge jene, die fast ausnahmslos alle in den Tod verschickt worden waren. Er sieht sie, wie sie damals auf dem blanken Erdboden des Lagers Częstochowa gesessen und aus dem Mund desselben Chasans dasselbe Lied vernommen hatten. Migdash Melech aus Lecha Dodi, das Heiligtum des Königs aus dem Schabbatlied, mache dich auf, mein Geliebter. Thank you.
Zwiehirsch Meiselich, nach Berichten von Überlebenden. In dem Sommer, in dem der Großteil der Juden Ungarns nach Auschwitz verschickt wurde, deportierte man auch uns. Wir waren eine kleine Gruppe von männlichen Jugendlichen, die in Baracken für unsere Altersgruppe untergebracht wurde. An den jüdischen Feiertagen, das wussten wir bereits, verstärkten die Nazis ihre Schikanen und steigerten die Zahl der Juden, die in die Gaskammern geschickt wurden. Das Phänomen hatte sogar einen Namen, der Goebbels-Kalender. So konnten wir, die jüdischen Jungs, den hebräischen Kalender verfolgen und wissen, wann die Feiertage waren. An diesem Tag führten die Deutschen etwa 50 von uns in die Entkleidungskammer vor der Gaskammer. Einer unserer Schicksalsgenossen wandte sich an uns andere und sagte: Heute ist Simchat Torah, das Freudenfest der Torahgebung. Wenn wir zu Hause wären, hätten wir ganz sicher mit der Torahrolle getanzt und gesungen. Wir haben zwar keine Torahrolle, aber lasst uns doch zumindest miteinander singen und beten. Wir begannen mit zwei Liedern. Als wir lauter wurden, kam ein brüllender SS-Offizier herein, drohte und forderte uns auf, sofort still zu sein. Der Junge, der mit dem Gesang begonnen hatte, schrie dem Offizier Folgendes entgegen: Wir sind froh, eine Welt verlassen zu dürfen, in der Hunde wie Sie an der Macht sind. Und wir freuen uns darauf, aufzusteigen und uns im Himmel mit unseren Familien wieder zu vereinigen. Diese Worte entfachten den maßlosen Zorn des Offiziers nur noch mehr. Er erteilte den Befehl, unsere Jugendgruppe sofort hinauszuführen, da der Tod in den Gaskammern für uns nicht schwer genug sei. Und er persönlich dafür sorgen wollte, uns ein noch viel qualvolleres Ende erleiden zu lassen. Wir wurden dem SK übergeben, der Strafkompanie, der Folterabteilung von Auschwitz. In diesen Tagen aber rückte die Rote Armee der Russen näher und in Auschwitz herrschte zunehmend mehr Chaos. Die Jungen schafften es, im Lager unterzutauchen. Sie wurden sodann auf Lastwegen zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschickt. Der Großteil von ihnen entkam dadurch der Vernichtung.